Einen wunderschönen... Klick das weg. Guten Tag zurück. Ach, sieht das erfrischend kühl aus. Ach ja, schön. Draußen sind es 35 Grad und hier schneit's. Und wir sind zurück bei Benicht. Vielleicht ein letztes Mal oder so, ich weiß es nicht. Ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, wir probieren es noch einmal. Und wenn dann hier in der Zeit nichts passiert und wenn jetzt auch diese Dreiviertelstunde heute zu diesem Freitagsspecial wieder genauso stagnierend vor sich hin ödet, dann brechen wir es ab, dann lassen wir es sein, dann hat es keinen Sinn. So hatte ich gesagt. Als alternative Möglichkeit gäbe es auch noch zu sagen, ja komm, wenn jetzt hier wieder nichts passiert, dann mache ich vielleicht offline mal so ein bisschen gemütlich weiter. Mal gucken, bis endlich diese ewig lange Stagnation überwunden ist. Aber es kann natürlich auch jederzeit jetzt mal passieren, dass hier so Leute wie der Shay Mago und... Ach gut, der Finch Fletchley hat sich ja mit seiner Alten wieder zusammengetan, ja. Aber der Shay Mago hier und da den Messica, wenn die halt endlich mal verrecken täten, dass die Häuser frei werden. Oder so. Ich habe immer noch keinen Laborer auf Ersatz. Ich habe mittlerweile einen der beiden Woodcutter schon geschlossen. Lauf nur noch auf der Hälfte der Forester. Es ist alles minimalisiert. Ich habe zwar immer noch hier drei Stonecutter, aber es kommt einfach kein Stein zusammen. Sie kriegen es partout nicht gebacken. Seit Ewigkeiten hier mal die Häuser zu bauen. Immerhin ist dieses Übergangshaus leer. Aber das hier ist halt 21 mit der 26 Stein. Das ist halt elendig. Kommt ein Händler. Wenn der Stein im Angebot hätte, ich würde ihn kaufen. Eisen haben wir ein bisschen was, daran liegt es nicht. Oh, wir haben 4 Steine eingelagert, ist ja verrückt. Zack, zack, wieder weg. Bringen sie gerade mal hier den Stein rüber. Ein bisschen zumindest. Mittlerweile lagert sich sogar Holz ein, das war ja auch lange Zeit ein Problem, aber ich glaube allein dadurch, dass wir jetzt hier nochmal einen zweiten Wald angelegt haben, das hilft wahrscheinlich auch viel. Die Kettles sind noch lange nicht voll, die Sheeps sind voll, jawohl. Die Hühner auch schon längst, ne? Ach, sag bloß, wird Frühling. Wo sind wir denn? Late Winter, jawohl. Meine Farmer sind voll besetzt, wenigstens, jawohl. Die sind noch voll besetzt. Was haben wir denn im Angebot? Onions und Mushrooms. Ja, sorry, ey, ich kaufe keine fertigen Lebensmittel ein. Das bringt mir überhaupt nichts. Was soll ich denn mit dem Scheiß? Das bringt doch nichts. Und was ihr hier macht, das bringt auch nichts. 25, 28. Macht halt erst mal einen fertig. Wenn ich schon sonst nicht geschissen kriegt. Hier oben sind immer noch jede Menge Steine zum Abbau. Auftrag gegeben, hier drüben glaube ich auch. Das Eisen schaffen sie immer, alles andere, puh, keine Ahnung. Ist voll anstrengend und so. Arbeiten mögen wir nicht.
Nachhinein überlegt, hätten wir vielleicht doch noch weitere Holzhäuser in Auftrag geben sollen. Ich hätte nicht gedacht, dass das mit diesen Steinhäusern so ein Problem wird. Ich wollte auch hier im Umkreis, im näheren Umkreis, aber schon alles weggehackt. Wir müssen halt jedes Mal für den Steinabbau ewig weit laufen. Und da haben die auch keinen Bock drauf. Was jetzt von denen aus so weit darüber nur auch nicht ist, ne? Aber sie wollen es nicht. Sie haben halt keine Lust. Es ist einfach traurig. So viele Baustellen offen. Es ist, glaube ich, überall, ja, es muss, Holz und Eisen muss überall ja schon bereit liegen, sonst hätten wir das nicht übrig. Aber wir haben 5 Steine irgendwo eingelagert, das ist ja spannend. Doch so viel. The number of items to automatically purchase. Es ist traurig, Freunde, es ist traurig. 3 Schüler haben wir und ein Kind. 45 Rentner. Das ist so lächerlich. Es gibt nicht mehr sehr viele junge Leute, die zusammenziehen könnten, um irgendwie eine Familie zu gründen. Die paar wenigen, die es gibt, müssten ihre Chancen nutzen, um die Bevölkerung wieder anzukurbeln. Aber es funktioniert halt nicht. Weil hier ständig überall irgendwelche alten Säcke alleine ein Haus besetzen und einfach partout nicht sterben wollen. Wir können natürlich hier die beiden wieder rausschmeißen. Aber die werden doch sowieso dann einzeln wieder in diese Häuser einziehen. Weil das sind halt auch 2 Männer, die ziehen ja niemals nicht zusammen. Gottes Willen. In dem Boardinghaus bleiben sie auch nicht, weil es ist nun mal ein Boardinghaus für einen Altersruhesitz. Komm. Wenn hier doch mal 2 junge Leute zusammenziehen würden, um eine Familie zu gründen. Das wäre so wichtig. Das wäre so wichtig. Ja, der Schemago ist schon wieder in das erste Haus zurückgezogen. Ist der mittlerweile? Kann der nicht endlich mal verrecken? Der. Na, der zieht natürlich auch wieder in das Haus zurück. Das ist doch. Oh Mann, ey. Den Typ würde ich gerne selber um die Ecke bringen. Ohne Scheiß. Es ist so anstrengend. Was soll ich denn mit so alten Säcken? Ja, er ist also unzufrieden. Aber alle kerngesund, weißt du.
Bitte jetzt mal auf Beobachtung lassen. Der Schemago ist sogar noch ein Problem für meine Durchschnittshappiness. Dieser Mann ist durch und durch ein Problem. Die sind beide durch und durch ein Problem. Er sagt bloß hier, der Tunnel ist fertig, ist ja bekloppt. Da haben sie die ganze Zeit die Steine hingepackt. Ach du Scheiße. Ja hey, da kann der einzige Bilder, den wir haben, wenigstens mal was bauen zwischendurch. Wo immer der ist. Shane Margo is getting something to eat. Er stickt dran. Bitte, 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 ganz im Ernst, ich stick dran. Das ist kein Scherz. Ich mein's ernst, ich sticke bitte. Jetzt arbeitet er wieder. Hau dir die Hacke in den Fuß. Nicht die Hacke, in Teer in den Fuß. Ich leide Qualen. Was ist denn jetzt dieser Pimmel von Bilder? Bist du der... Da, ach, guck hier. Auch schon 53. Sterbt doch mal beide, das wäre so schön. Ich will euer Geist in den Himmel schweben sehen. Ich weiß, es gibt keinen Friedhof für euch. Ist mir aber egal. Wenn es regnet, wird es feucht. Ach komm, haut halt ab jetzt. So. Das ist jetzt nicht dein fucking Ernst. Du hast jetzt nicht 1 von 48 gebaut und haust jetzt wieder ab. Du bist es nicht. Da, hier. Getting something to eat. Wow. Hey. Nach getaner Arbeit, nach getaner Schwerstarbeit, muss man natürlich mal eine Pause machen. Hier ging ab Ressources. Wow. Wo pickst du denn jetzt Ressources ab? Weil ja mal überhaupt keinen Sinn. Du bist Farmer, du hast nichts abzupicken. Herrschaftszeiten, hier die Bezeichnung Klein Deppenheim ist halt echt einfach noch zu nett gewählt. Ich halte es nicht mehr aus. Brich alles working. Schemagus working, Messika is working. No one is dying. Under the earth lying. Dachte, ich hätte irgendwo einen weiteren Friedhof in Auftrag gegeben. Kann mich aber auch irren irgendwie, weil ich weiß jetzt auch nicht wo. Bedauerlich das ist. Dachte, ich hätte irgendwo einen Friedhof in Auftrag gegeben. Dem der voll gelaufen war. Das war auch alles. Sperrgebiet. Kennt ihr dann, wenn du hier hinten seiner wie ist ja auch noch Sperrgebiet, ja wirklich eigentlich komplett hier bis zu den Bergen. Ging hier da eigentlich. Ne, hier ging das auch nicht. Das ist alles. Alles, was jetzt hier noch an Land da ist, ist Sperrzone. Ich kann nur noch nach hier unten dann weiter wandern. Wo hier übrigens auch noch ganz viel Stein rumliegt.
gar nicht so weit weg von den Häuschen hier. Ach was, baust jetzt von der Seite aus? Hast du gemerkt, dass das viel näher an zu Hause ist? Dass das irgendwie viel mehr Sinn macht, von hier aus zu bauen? Oh, ist das jemand gestorben? Ist ja super, nur leider keiner von den alten Säcken hier. Scheiß schwachen Maden, wer sind jetzt wieder verreckt? Ah, toll, der Woodcutter. Eisen haben wir genug. Ach Mann, ey. Die zwei gehen mir so auf den Sack. Timagos Eidling. Ich fürchte halt, dass wer immer da jetzt gestorben ist, dass mir das überhaupt nichts bringt. Wahrscheinlich habe ich jetzt noch ein Haus, wo ein einsamer alter Sack drin wohnt. Ich könnte mir wenigstens noch ein zweites Kind zeugen. Alle schon wieder einfach zu alt zum Kinder machen. Da sind die zwei Studenten drin. Der eine hat das auch vielleicht bald mal ausstudiert. Auch schon zu alt. Die sind alle schon viel zu alt. Ich gehöre doch einfach erschossen, die Deppe. 46 von 48, das konntest du jetzt nicht noch fertig bauen. Die sind alle doof, ich mag sie nicht. Hier. Finding a tool. Oh, ich bin gerade dabei, ein Werkzeug zu finden. Wenn du doch schon weißt, dass du es findest, dann musst du es doch nicht suchen, dann holst du es doch einfach nur. Da hat die doch kurz vorm Abschluss noch ihr Hämmerchen ruiniert. Den Job keiner Frau geben sollen. Ganz im Ernst. Das kann doch nichts werden. ...32 und 29. Ja, wow. So ganz, ganz langsam tut sich was. 8 Steinchen brauchen wir noch. Möglicherweise, wenn jetzt der Tunnel fertig ist, der muss wahnsinnig viel Steine gezogen haben, geht es da vielleicht doch ein bisschen voran. Dann auch ekelhaft schleichend, aber ich möchte jetzt das nahezu, und das eigentlich innerhalb dieser Folge, möchte ich, dass diese Zahl hier noch nach oben schießt. Am liebsten hätte ich sie zweistellig, aber das ist wahrscheinlich zu hoch gegriffen. So, der Tunnel ist fertig. So. Warum diese Siedlung hier eine direkte Verbindung zu dem Hauptdorf zu geben, was dieser Weg hier außenrum dann nicht mehr so. Vielleicht ist die noch zu weit, vielleicht ist denen das jetzt hier alles so lieber und vielleicht kommen sie jetzt auf die Idee und sagen, oh, dann ist das hier unten gar nicht so weit. Oder nein, ist auch das hier oben nicht so weit und schon gar nicht ist das hier drüben mal zu weit. Immerhin haben sie da schon mal das Zeug eingesammelt, so ein bisschen, das hier rumlag, aber es war halt auch alles wieder nur Eisen. Immer wieder Eisen, keine Steine. Mittlerweile auch nur noch einer in der Mine und der schafft mehr als die drei Leute im Steinbruch. Meine Nahrungsvorräte werden bald aus allen Nähten platzen, wenn es mittlerweile immer weniger Leute werden, die das Zeug noch essen. Ich hätte gern, dass hier steht, Chiemago is dying.
Das finde ich nice. Wieso hat er denn jetzt den Job des Lehrers übernommen? Er hat doch selber nichts gelernt. Das ist doch nicht euer. Oh wow. Toll. Jetzt haben die da so einen 74-Jährigen sitzen, der denen was vom Pferd erzählt. Das kann doch nicht um einen Ernst sein hier. Das kann doch echt alles nicht wahr sein. 32, 29, es ist nichts passiert in der Zwischenzeit. Da trägt aber einer was. Oh, da tragen doch zwei was. Ich habe hier bald kein Sichtfenster mehr, weil ich hier mittlerweile. Komm, die kann ich nicht da drüben anpinnen. Das sind die zwei Häuser, die einigermaßen bald fertig sind. Wenn du jetzt nicht auf die Idee kommst, das Zeug hier hinzubringen, ich hau dich, Junge. Ach so, ah ne, doch, ist ja richtig. Da soll er sich hinbringen, ja. Ne, da war ja richtig. 36 von 40. Ich glaub's nicht. Wird da tatsächlich bald ein Haus fertig. Spazieren. Ja, da ist doch ein Student ausgelernt. Lass es jetzt aber trotzdem erstmal so auf dem Stand. Der bleibt jetzt erstmal Laborer, der kann den Job von dem nächstbesten Verreckling übernehmen. Da! Da ist der Friedhof, sogar richtig groß. Ich wusste doch, ich habe einen angelegt. Das sah hier unten so unauffällig aus. Das kostet halt auch Stein ohne Ende, ne? Das ist halt echt Kacke. 36 von 40 Steinen, das eine Haus. Muss doch jetzt mal was gehen. Natürlich hackt ihr den Baum, nichts anderes. Eine Holznot ist mittlerweile ein bisschen weggegangen. Verbrauch ist halt auch einfach niedriger. 81 mittlerweile, Messiger. Still not interested in verrigging. Oh, mir ist warm, das gibt's nicht, ey. Mir läuft die Brühe heute. Juni übrigens. Glaube ich, wärmster Tag des Jahres bisher. Manche machen sich ja schwer Sorgen, eventuell vielleicht zu Recht, dass das hier noch nicht der Gipfel allen Übels war. Weil halt viele sagen, mein Gott, es ist erst Juni, der richtige Sommer ist eigentlich mehr so Juli, August. Viele haben jetzt Angst, dass es in den nächsten zwei Monaten noch wärmer werden kann, als es jetzt schon war. Der Juni hat im Gesamten ja dann irgendwie doch mit Hängen und Würgen im letzten Moment den Rekordhalter Juni von 2003 geschlagen. Heute hat es irgendwie auch einen neuen Wärmerekord gegeben. Ich weiß nicht genau wie und wo und was und mich noch nicht informiert. Später. Soll ja auch nicht Thema sein. Nur sowas kann ich bei 7 Days philosophieren. Aber die Aufnahme habe ich heute schon gemacht, allerdings ziemlich philosophenfrei. Gott. Apropos Philosopher, wo bleibt mein Stone? Oh, 4 Stones. Die bitte komplett alle hier hintragen, bitte. Bitte, bitte, bitte.
jemand hat den Stein jetzt mitgenommen und weiß nicht von welchem Lager aus. Derjenige, der die das diesen Stein jetzt hinträgt. Vielleicht durch diesen schnieken neuen Tunnel, da ist dann heute mit meiner Sprache wieder los. Jetzt habe da wieder der Satanische. Das Panis-Syndrom ist lass mal ein bisschen. Lala. Wo sind diese vier Steine, die eben noch eingelagert waren? Das wollen wir wissen. Z52 ist halt auch heavy. Null und null. Gut. Im Moment möchte ich nicht, dass Steine. Wie viel hast du einstecken? Sag es mir. Vier Stück. Lauf durch. Lauf weiter. Bleib nicht hier stehen. Geh über los und ziehe vier Steine ein und lege sie da hinten hin. Na, danke. Oh, auch du hast Steine. Und es sind. Boah, sechs Steine hast du. Nice, komm schon, komm schon. Sechs Steine heißt, es gibt ein Haus. Hier wird wohl kaum jetzt hier drei hinlegen und da drei hinlegen oder so. Oder hier zwei und hier vier, nur um mich zu ärgern. Selbst wenn sie alle sechs hier hinlegt. Nein, sie läuft hier rüber. Sie läuft hier rüber, sie tut es. Sie tut es. Du musst sechs Steine einstecken. Hallo. Was machst du denn mit den anderen drei Steinen? Das kann doch nicht. Die macht das wirklich. Die nimmt die letzten drei Steine und streckt so davon. Warum? Zum Friedhof oder wo will sie die jetzt hintragen? Das kann doch dein Ernst jetzt nicht sein. Du hast doch jetzt nicht ernsthaft mit diesen letzten drei Steinen davon. Och, komm schon. Hier noch nochmal zwei. Hier läuft aber wo ganz anders hin. Ein fucking Stein, den hättest du da doch jetzt bitte noch dazulegen können. Das gibt's doch einfach nicht. Hier holt sich jetzt was zu essen. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch alles nicht wahr sein. Wo läufst du jetzt mit deinen zwei Steinen hin? Auch da hinten durch den Tunnel oder was? Na, die ist picking up Ressource. Die läuft jetzt mit diesen zwei Steinen erstmal noch irgendwo spazieren und sammelt noch irgendwas anderes ein. Es ist übrigens zwischendurch wieder einer gestorben. Mein Student ist nachgerückt. Ich weiß nicht, wer gestorben ist. Es ist auf jeden Fall nicht Messika und es ist auch nicht Chemago. Der mittlerweile 75 geworden ist. Und jetzt wieder Farmer geworden ist, weil er festgestellt hat, ihm hört keiner zu, wenn er Lehrer spielt. Wo läufst du denn jetzt mit den vier Steinen hin, sag mal? Seid ihr denn alle bescheuert? Du hast sie jetzt nicht von da unten geholt, oder? Du bringst sie jetzt erstmal hoch ins Lager. Boah, ey. Das kann alles nicht sein. Das kann einfach alles nicht sein. Zack. Wunderschön ins Lager gelegt und wieder gegangen. Das Farmer. Was die macht, ist auch nicht so klar.
jetzt mit ihrer Spitzhacke hin will. Noch eine Stelle gefunden, irgendwo hier hinten, wo noch kein Weg gemacht ist. Und was willst du jetzt hacken hier? 18. Der hat diese zwei Steine tatsächlich zum Friedhof gebracht. Ich könnte sie erschlagen. Mit den Steinen direkt. Komm, Schemago, lass uns zur Steinigung gehen. Darfst live dabei sein. Ausnahmsweise. Nee, die geht hier auf die Baustelle. Na gut, das ist entschuldigt. Ist das jetzt mit den vier Steinen hier? Gibt die mal jemand zur Baustelle oder so? Natürlich nicht. Das mit der Frau ist, die jetzt erstmal aus Essen gegangen ist, die immer noch drei Steine mit sich rumspazieren trägt, das weiß auch keiner. Jetzt sie abgeladen. Es sind 7 Steine eingelagert. Kommt doch mal irgendjemand und bring die jetzt mal hier hin. Da einer, hier 6. Guck mal, das geht genau auf 2 Häuser in Bau. Zukunft unseres Dorfes. Das ist wichtig, versteht das doch. Und dass ihr sterbt, ist auch wichtig. Mal wieder die Häuschen durchgucken, jetzt wo wieder einer gestorben ist. Ne, dann sind wir noch voll besetzt. Nur noch keine Single-Wohner. Hier auch nicht. Nein, hier nicht, da nicht, dort nicht. Metzika, ist klar. Schimago. Wieso ist denn Maler jetzt bei Schimago eingezogen? Da haben wir jetzt 2 Dolle zusammengetan, oder was? Schön, dann wohnt Schemago jetzt wenigstens nicht mehr allein, aber... Ah, das ist ja noch Ende. 45, 37, die machen doch keine Kinder mehr, oder? 37 ist klar alles. Ja, die hat mit Anfang 30 nochmal ein Kind gemacht, aber dann hat es aufgehört. Das ist jetzt die Frau vom Finch Fletcher, die hat ihn nicht schon wieder verlassen. Fletcher und Fletcher, das ist der Finch Fletcher und das ist jemand anderes. Jetzt geht's nicht verwirrt hier. Ist immer evil. Auch schon ewig alt. Jetzt haben wir hier noch so eine alte Lady, die jetzt hier mit dem Schemago zusammen bewohnt. Ey, wieso macht ihr denn sowas als mit mir? Warum holt ihr denn jetzt keiner mehr das Holz? Oh, irgendjemand hat Holz geholt. Hä? Ah, ich hab wieder 3 Holz zum Friedhof gebracht. Würde mich da echt verscheißern, oder? Wow. Wow. Einfach wow. Wer ist gerade Maler ohne den Finger weg verreckt. Glückwunsch. Schemago will never die. Ja, lebt er wieder allein. Haha. Super. Die hat es wenigstens richtig gemacht. Die hat mir 82 den Level abgegeben. Messiger, nimm dir mal ein Beispiel. Und ihr könnt jetzt vielleicht nicht mal Stein hier ertragen.
Ich weiß nicht, wo die jetzt der ganze Stadt... 27 von 52. Die tragen gerade den ganzen verschissenen Stein zum Friedhof. Wollen die mich eigentlich fertig machen? Ihr holt mir jetzt keinen Stein für den Friedhof. Wer baut mir jetzt mal diese zwei verschissenen Häuser fertig? Ja, Herrschaftszeiten, ey. So, wenn die jetzt alle pausiert, dass sie jetzt endlich mal die Steine dahin tragen. Das gibt's doch einfach nicht. Schaffen sie es endlich mal, Stein zu organisieren, dann bringen sie alles woanders hin. Das gibt's doch einfach nicht. Kommt gleich Metzikam hier mit den abgepickten Steinen und kurz vorm Ziel verreckt sie dann. Verreckt er dann. Ach, schön, Marco spielt gerade mal wieder den Lehrer. Aha, ist ja spannend. Guck mal, da liegen Steine rum. Wie wär's, wenn die mal jemand abholt? Ach, guck. Ein einziger Stein. Das ist jetzt der Stein zu diesem Haus. Wehe, du legst den irgendwo. Ich fahre dich, wenn du den irgendwo anders hinlegst. Leute, die können auch alle mal hier. Gute Richtung. Sehr gute Richtung. Danke. Ach, der Bilder persönlich hat sogar den Stein mitgebracht. Ach, ich werd bekloppt. So, wenn wir jetzt noch 6 Steine bitte hier hinbringen. Hier sind noch sogar welche eingelagert. Und hier liegen auch noch welche rum. Schafft was, ihr Nullen. 42 hat wieder einer gestorben, ne? Nur halt keiner von denen. Warum auch? Wir haben nur noch einen Hunter. Das kann halt echt alles nicht mehr wahr sein hier. Ja, bald können wir nichts mehr einladen. Lagern. Auch toll.
Oh, 36, 44. War das eben noch 34? Sind hier echt mal irgendwie zwei Steine hingetragen worden? Werden vielleicht diese vier Steine auch gleich hier hingetragen? Kann das vielleicht irgendwie möglich sein? Wollen wir diese vier Steine einlagern? Hier unten. Sind die von da drüben oder was? Spannend. Messika ist 82, ja. Sterb doch endlich. Das wäre so freundlich. 35 von 45. Fräulein ist mächtig gut dabei. Endlich zeigt hier mal jemand Engagement. Ich weiß zwar gerade nicht wo. Vielleicht ist es auch ein anderes Kloppen, was ich höre. Das nimmt irgendwie gerade nichts. Vielleicht kloppen wir auch einfach da hinten. Keine Ahnung. Ja, die kloppen da oben. Ach, das ist doch. Zum Davonreiern. Zum Auf- und Davonreiern ist das hier. Aber echt, ey. So. Da hat jemand ein Kind gekriegt. Ich glaub's nicht. Da hat jemand ein Kind gekriegt. Wer? Wo? Wer will hier das Bundesverdienstkreuz haben? Das war wie du da wohnt jetzt auch schon allein. Porträts wohnt allein. Man wohnt Leute allein. Da! Die Gisette hat tatsächlich mit 38 Jahren noch ein Kind gekriegt. Du kriegst das Bundesverdienstkreuz, mein Schatz. Ach hey, es hat sich was getan. Ich hab gesagt, wenn in dieser Folge sich diese Zahl nicht verändert. Und sie hat sich verändert. Och, wie sie sich verändert hat. Mein Gott, ist sie groß geworden. Und ach, guck, jemand hat die vier Steine hierher getragen. Ja, ich werd ja narrisch. Achso, da kann ich auch so... Ah. Das war ja Quatsch. Machen wir das alles wieder frei. So. Siebenunddreißig von 45, 38. Wir haben ja wieder ein Laborer. Ach, es hat einer ausgelernt. Ach, guck. Können wir jetzt den Hunter wieder reinnehmen, der uns verloren gegangen war. Den hier oben hatte ich gar nicht geschlossen gehabt eben, hatte ich ganz vergessen. Oh, nur 12 Steine, das ist harmlos. Ah, 23, 27, ja, das will ich doch genau so sehen. Und jetzt macht Kinder ihr geilen Säcke. Poppen für den Weltfrieden. Poppen fürs Klima, ist mir egal, in wessen Namen ihr poppt, aber poppt bis zum Umfallen, bitte. Ich glaube, das ist das erste Haus seit 3 Folgen, das mit jungen Menschen besetzt wurde. Ich glaub's nicht.
glaub's einfach nicht. Das macht mich fertig. Freunde, vielleicht kommt ja doch nochmal eine weitere Bennicht-Folge eines schönen Freitags, denn vielleicht geht's ja jetzt doch irgendwie mal wieder ein Stückchen voran. Ich gebe die Hoffnung dann jetzt doch noch nicht gänzlich auf, auch wenn Messica und Shemago als nicht sterben wollen, aber ja, es wird was passieren. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende da draußen und drückt die Daumen für eine weitere, für die Zukunft, dass es eine Zukunft gibt. Ja, Tschüssikowski.